Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Ersteindruck und heute spielen wir Footgun Underground. Das Ganze ist quasi ein, oder ist als Placement zu betrachten. Es ist ein Indie-Game tatsächlich aus Hessen. Ja, die Entwickler sind tatsächlich in Deutschland am Start. Das wurde auch gefördert, das Spiel. Na, es gibt ja quasi Computerspiele-Förderung in Deutschland, nicht mehr so geil, aber die einzelnen Bundesländer tryharden wenigstens noch ein bisschen. Und das ist ein auch unter anderem nominiertes Game. Ich freue mich da sehr drauf. Ihr findet alle wichtigen Informationen in der Beschreibung. Und ich erkläre euch das Spiel so ein bisschen. Ich habe es im Stream gezockt. Das ist auch für den Stream ganz cool, weil es gibt hier unten einen extra Reiter dafür, der es ermöglicht, Wege von den Zuschauern bestimmen zu lassen, die man dann entsprechend gehen darf, gehen muss, gehen sollte. Das Spiel selber ist ein Roguelike. Wir stürzen uns auch quasi rein. Wir kämpfen uns hier von Stage zu Stage. Und wie man kämpft, oh boy, das ist weird. Das Schöne ist, dass die Macher natürlich die Streamer- und YouTube-Szene so ein bisschen kennen. Wir haben also Striker Steve, Curveball Carlos, aber wir haben auch Mighty Marco. Und auch Foot of Blood. Na, das bedeutet, es gibt hier ein paar lustige Charaktere, die man natürlich ebenfalls spielen kann. Ich glaube, man muss im Hauptmenü einfach Enter drücken. Nee, Code einlösen, Entschuldigung. Und dann gibt es Maxim und Hand of Blood. Mit besonderen Fähigkeiten. Ich habe ein paar extra Leben, falls ich sterben soll. Das Spiel ist nicht leicht. Und ich muss mich hier auch sehr, sehr stark konzentrieren. Und stellt euch das heute so ein kleines bisschen vor. Und ihr könnt euch dann quasi selbst schauen, wie ihr das Game findet. Es ist bald raus. Und es ist vor allem um die 15 Euro wird es kosten. Was natürlich ganz cool ist. Dieser lustige Automat, also hier ist so ein bisschen Training, na, aber ich zeige euch das Gameplay dann nochmal konkret, wenn wir uns in das Game reinstürzen. Und hier kann man quasi Münzen einsetzen, die man bekommt im Laufe der Runs. Da sind sie. Und die sind quasi euer kontinuierlicher Fortschritt. Hier habt ihr neue Mechanics, neue Bälle, neue Augmente für die entsprechenden Bälle. Und könnt ihr dann einsetzen. Denn Footgun sagt vielleicht schon der Name des einen oder anderen aus. Uiuiui. So, Energieverbindung. Gucken wir uns alles gleich an. Na, und Ziel des Spiels ist es natürlich, von Stage zu Stage zu kommen. Und ja, Fußball zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich es als Fußball bezeichnen kann. Aber wir starten ganz einfach mal rein in den Bums. Was zu tun ist, ist relativ simpel. Wir haben hier Gegner. Na, das sind so ein paar insektoide Gegner, will ich mal sagen. Und wir müssen diese versuchen, mit dem Fußball entsprechend zu treffen, zu vernichten. Und dann entsprechend auch Loot zu bekommen, der es uns ermöglicht, unseren Ball und unseren Spielstil quasi so ein bisschen zu verfeinern. Ne? Man kennt es aus Roguelike-Games, dass man natürlich ein bisschen das Game erweitern muss, sich verbessern muss, weil sonst kriegt man später zu sehr aufs Maul. Das Coole ist, es braucht nur wenige Tasten. Wir haben von Natur aus einen Double Jump. Da wird da wahrscheinlich noch mehr draus. Wir haben eine gewisse Ballkontrolle. Wir können also den Ball so kicken, wir können aber auch aufladen. Na, und dann natürlich einen etwas kräftigeren Ball durch die Gegend feuern. Und wir können jonglieren. Na, wir können tatsächlich den Ball auch in unseren Maßen, sage ich mal, kontrollieren. Und wichtig ist, den Winkel quasi abzumessen, wo und wie man am besten draufkickt. Später wird es dann so sein, dass natürlich Ballkontrolle eine noch größere Rolle spielt, weil die Level werden tatsächlich sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Es gibt keine Iframes oder so. Nach jedem Level bekommt ihr Augmente. Die sind sehr random. Das können Sachen für den Ball sein. Na, hier seht ihr schon den normalen Lava-Ball. Der macht auch Damage over Time. Na, der kann jetzt zum Beispiel zusätzlichen Schaden bei jedem Treffer. Na, also quasi Combo-Damage. Und hier haben wir noch einfach Dodge. No. Die Stats hier in der Mitte werden dann entsprechend quasi angepasst. Aber die Augmente sich zu lesen und entsprechend gerade bei später auch die Auswahlgröße zu nutzen, ist so ziemlich das Wichtigste. Ich gehe mal hier straight durch die Mitte. Und wir wollen versuchen, zum Shop zu kommen. Die ersten Level sind natürlich denkbar leicht. Ne? Also wirklich, die Gegner sind absolut überschaubar. Und ihr seht natürlich, dass schon das erste Augment hier sehr, sehr viel gebracht hat. Vorausgesetzt, wir schaffen es entsprechend viele
sag ich mal, gute Hits zu machen. Hier bleibt doch der Ball die ganze Zeit flach, ne? Die latschen hier am Boden rum. Und man sieht es schon, dieser Dot-Effekt ist natürlich auch ganz cute. Kann man auf jeden Fall nutzen. Und wir prügeln uns hier zu Beginn wirklich easy durch. Ja, das ist auch mit Absicht so. Später wird es dann deutlich komplizierter. Und die Grundidee ist natürlich sehr, sehr cool. Ne? Die ist einfach, also man geht ja mal darum, bei Computerspielen etwas zu machen, was andere noch nicht gemacht haben. Und das hat noch keine Sorge gemacht. So, hier mal ein wichtiges Augment. Wir haben einfach legit mehr Damage. Das nehmen wir ganz einfach mit. Und Präzision, das bedeutet, wir haben hier eine gewisse Crit Chance. Aber ich glaube, es ist immer nur der erste Treffer. Bei einem ersten direkten Treffer, genau. Wir sammeln hier in dem Game auch Geld. No, das ist, ich glaube, ich bin dann quasi, ich bin jetzt gerade über dem Geld, also jetzt können wir es gerade nicht sehen, aber das ist jetzt auch nicht so allzu tragisch. Und hier können wir schon sehen, na, hier muss man natürlich schon so ein bisschen genauer sein und schon etwas zielen. Na. Das Game nimmt einen wirklich an die Hand zu Beginn. Uch. Das bedeutet, wir bleiben, also wir müssen halt ordentlich zielen, was ich ja gerade nicht tue, oder nicht wirklich gut. Lul. Der Ball prallt natürlich sehr, sehr häufig ab. Also es ist schon sehr zuvorkommend, wie der entsprechend auch für uns arbeitet. Dieser Ball selber macht natürlich nicht viel Schaden, sondern der setzt auf den Damage-over-Time-Effekt, der aber, Spoiler, ordentlich gesteigert werden kann. Im Spiel selbst bekommen wir dann auch mehr Bälle. Ich glaube, es wird dann später auch drei geben. Jetzt haben wir den Sägeball. Das Coole ist jetzt, beide Bälle werden gleichzeitig in-game sein. Oh, hier haben wir so eine kleine Extra-Stage. Da bin ich leider nicht so gut drin. Ne? Na, also da mir bitte verzeihen. Ich gebe mein Bestes. Aber ah, da in die Ecke. Scheiße. Ah. Nee! Nee, ich bin zu schlecht. Oder vielleicht habe ich noch? Nee. Ah, egal. Ich wurde trotzdem mit Resten belohnt. Also bei so komplizierten Maps bin ich tatsächlich terrible. No. Aber muss ich durch. So, jetzt haben wir ein etwas schwierigeres Stage. Da ist es quasi mit diesem Totenkopf versehen. Aber wir haben dafür eine besondere Waffe vorher eingesammelt. Und zwar die Säge-Variante. Die ist ganz cool. Die bleibt quasi am Gegner haften. Und Bälle, die ja quasi aneinander tritt, die werden natürlich ebenfalls beeinflusst. Ja, das bedeutet, wenn ein Ball gegen den anderen fliegt, dann machen die natürlich auch entsprechenden Damage. So, ja, den habe ich jetzt verfehlt. Den habe ich fast getroffen. Ich darf auf jeden Fall mich nicht allzu doll bewegen hier, weil sonst troll ich mich quasi selbst. Das hat sehr gut funktioniert. Genau wie das. Ja, den Sägeball habe ich tatsächlich im Stream dann sehr gerne gespielt. Sägeball habe ich sehr, sehr gern gezockt. Der war gut. Aber ich muss halt auf den, bei den Zonen aufpassen. So, jetzt haben wir eine Ult. Die Ult können wir auch einbauen. Und die sind, das sind quasi Kombinationen, die ihr dann machen könnt. Jetzt haben wir übrigens den On-Hit auch bekommen. Das sind Kombos, die ihr machen könnt. Die sind gar nicht so leicht. Ne? Das heißt, die Säge hat jetzt quasi eine Extra-Kombo. Und ich kann jetzt quasi vorher eine Bewegungskombo machen. No, das bedeutet so. Nee. Eine Sekunde. Runter, dann hoch. Ja, so. Jetzt ist der Ball quasi verstärkt. Ne? Das ist jetzt hier so ein halber Feuerball, der entsprechend sehr, sehr lange fliegt. Wir werden jetzt ein bisschen Gold ausgeben. Einmal das und einmal das. Der Grund dafür ist folgender. Wenn ihr etwas schon einmal habt, dann könnt ihr das TFT-artig übereinander jeten und kriegt dann die bessere Variante davon. Das gilt für... Ups. Das gilt für Bälle und es gilt auch für Sägen. Die Säge ist aber allerdings schon Level 2, na, und kann jetzt quasi Damage over Time auch Level 2. Ich habe das heute im Stream gezockt und ich kann, also die Entwickler konnten nicht sagen, ob das stackt. Da waren die sich echt actually nicht sicher. Na, wie gesagt, das ist ja ein sehr, sehr junges Team. Und sind sich quasi noch viel am Ausprobieren. Aber der Burn-Effekt scheint mit der Säge sehr gut zu sein. Schade. So. Wir sollten die Säge da irgendwie ranbekommen. Das hat gut geklappt. Und auch der Burn-Damage macht sich natürlich bemerkbar. Yo.
Okay, also mit dem ist das sehr, sehr praktisch. Ja, die Säge. Die Säge ist fantastisch. Wir kriegen gerade übel viel Leben. Wir haben wenig, also ihr sterbt relativ zügig. Wir haben jetzt hier noch den mystischen Ball. Der ist cool von der Grundidee. Der schafft so ein Monster. Wir machen mal dieses Beschleunigungsfeld, weil das habe ich noch nicht getestet. Ja, Auswahl war hier relativ gering. Oha, siehst du? Das ist halt cool. So, fliegende Gegner sind natürlich absolut Pain. Ja, ihr könnt doch schon sehen. Huch. Ja, wir sollten da... Ah, ich bin so dumm. Ja, ich bin dumm. So, aber ich weiß nicht, ob ich hier doppelten Schaden kriege. Ich glaube nicht. Ja, jetzt wäre Healing cool. Zack. So, wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen, wo diese Biene hin will. Ah, geh bitte weg. So, wunderbar. So. Oh, das war die falsche Taste. Man kann den Leuten natürlich immer noch helfen. Zwei Leben ist okay. Wir haben ja hier diesen Extra-Effekt. Und wir haben den noch nicht genutzt. Das ist gut. Mehr Damage over Time würde ich sogar... Wir testen das mal. Wir nehmen mal hier die Ult raus und gucken mal, ob das irgendwie stackt. So, dann haben wir hier noch mehr Glück. Das würde ich auch nehmen. Da haben wir einfach ein bisschen bessere Drops. So, hier ist wieder ein stärkeres Feld. Vor allen Dingen die Fliegenden. Fliegenden sind mir immer noch sehr suspekt. Weil die kann ich natürlich nicht so gut aufsägen. So, die Ult braucht ja natürlich ewig bei mir. Zack. Ja, hier ist Übung sehr wichtig, Leute. Das ist ein Game, wo man eindeutig durch Übung besser wird. Also dramatisch besser. Und wir haben nochmal Healing bekommen. Das war gut. Gutes Timing. Und jetzt kommt der Boss. Bosse habe ich bisher sehr viele... Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Weil das ist ohnehin meine Lieblingssäge. Jetzt haben wir die quasi auf selten. Entsprechender Damage ist hoch. Hier kann man dann auf Gegner draufspringen. Na, so Super Mario-artig. Das hat einen gewissen Cooldown. Das würde ich auch gerne mal testen wollen. Das habe ich mir nämlich im Stream nicht getraut. Und ich weiß nicht, ob das auch auf den Boss gilt. Oder ob ich dann quasi Iframes verliere. So, kommen die eigentlich mit, die Bälle? Ja. Oh, das ist ein neuer Boss. Ich hatte jetzt eigentlich immer einen anderen. Oh, fa. Oh, aber der Damage ist aber sahnig. Der Damage ist aber sehr sahnig. Weil jedes einzelne Feld zählt. Boah, das zu dodgen ist halt sehr unangenehm. Jo, der ist natürlich übelst schnell tot. Weil ich natürlich hier... Also jedes Segment hat On-Hit gezählt. Das ist natürlich gut für mich. Ich bin trotzdem fast gestorben, weil ich dumm bin. Aber ihr seht schon... wir haben es überstanden. Haben jetzt natürlich Gold bekommen. Das ist die Belohnung dann für die nächsten Stages. Der Wackelpeter. Na, den haben wir jetzt quasi freigeschaltet. Und Kickback-Keil. Sehr gut. Jetzt kriegen wir noch einen Schluck. Es wäre cool, wenn ich noch ein bisschen maximales Leben erhöhen könnte. Aber ist bisher noch nicht passiert. So, jetzt kommt, glaube ich... Oh, what the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja super unsympathisch. Aber... Oh, da ist was. Machen die Schaden? Oder verlangsamen die mich? Was ist das? Ich kann gerade nicht abschätzen, was da passiert. Ist das gefährlicher Staub? Oh, shit. Jetzt bin ich gestorben, oder? Ja, jetzt bin ich gestorben. Jetzt habe ich ein Leben verloren. Leute, das ist gefährlich.
Oh, der Burn ist ja ultra toxic. Ich glaube, ich habe jetzt mein gesamtes Artefakt. Ich habe mein Artefakt verloren. Ich bin jetzt legit zweimal gerade gestorben. Das ist natürlich nicht so cool. Das nehmen wir mal mit. Die Schrotflinte mag ich. Wir nehmen mal Dodge mit. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das loswerde, das Zeug. Das ist natürlich eine sehr unsympathische Stage. Und ich sehe schon wieder zwei dieser Pflanzen. So, das ging schnell. So. Ja, wir halten jetzt einfach Abstand. Und ich spamme so ein bisschen. Ist in der Regel nicht gut. Aber... lol. Aber wir haben ja diesen Burn-Effekt. Healing haben wir auch da. Also wir spielen jetzt ohne mein Augment. Aber da muss ich jetzt durch. Weil ich traue mich nicht mehr zu den Dingern. Aber wenn der einmal dran... oh, die spawnen aber übel viel Leben. Weg. Scheiße. Diese Kante nervt ja übelst. Ich treffe dich, Leute. Das ist zu flach. Ah. Das war's Powerplay. Okay. Also die geben viel Healing. Was mir jetzt natürlich nicht viel nutzt. Das ist gut. Sehr gut. Das können wir hier übereinander stapeln. Verbindungslinien verursachen Schaden zwischen aktivierten Bällen. Okay, das klingt gut. Das testen wir mal. Das ist ja ein Augment für mich als Person. Ein Chip. So, da oben ist irgendwas. Boah, was ist mit ihm denn? Oh ja. Okay, also die Kettensäge... oh, ist das Gift! Okay, der Furz ist ja alles voll. Da war die Verbindungslinie. Das ist nicht gut, was der da macht. Wie viel noch? Noch einer. Dann machen wir den direkt. Perfekt. Okay, die hätten alles mit der Zeit verpestet. Das ist natürlich nicht cool. Aber wir haben viel Geld. Beschleunigungsfeld. Aber wir haben hier mehr Glück. Wir nehmen mal das weitere Glück. Das Beschleunigungsfeld finde ich nicht so gut. Damit kann ich bisher noch nicht so viel anfangen. Wir machen jetzt den Stern, damit ihr den auch noch seht. Das ist natürlich hier so eine Besonderheit. Das wird absolut Nightmare. So, wir können den Ball auch so mitnehmen. Ey. Oh Gott, ich bin terrible, Leute. Oh Gott, die Stages machen wir nicht nochmal. Jawohl. Okay, das hat gut geklappt. Yeah. Nee, da war noch was dazwischen, oder was? Ah, das ist doch die Kugel. Okay, okay, das war... das war maßlos terrible. Ich habe das in der Mitte gar nicht gesehen. Das ist auch noch blockiert. Na gut, wir haben 30 Geld. Wir haben... das ist gut. Wir können sogar zweimal kaufen. Das wäre auch noch stark gewesen. Aber wir können leider... oh no! Jetzt habe ich aber Geld rausgeschmissen. Also man kann auch neu würfeln, aber das wollte ich nicht. Also wir machen jetzt noch das. Und das. Ich weiß aber nicht, ob es stackt. Das bedeutet, wir nehmen mal das hier raus und machen mal den hier. Und dann haben beide On-Hit. Dann ist es egal, was ich mache. Ich muss mal besser beobachten, ob der On-Hit da zählt oder nicht. So. Oh, oh. Ja, das war wichtig. Das war's schon. Wow, das war eine kurze Stage. Die wollten quasi die Pflanze noch ein bisschen in der Nähe. So, der vergrößert sich ordentlich. Das würde ich auf jeden Fall den nehmen. Also eine Riesensäge können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Das ist eine schwerere Stage. Wir gehen mal direkt zum Boss. Oh, nee. Okay.
Also der On-Hit ist der normale tatsächlich. Das ist der 15er. Also der stärkste Hit wird immer genommen. Und hier wird... Oh, hier wird beides genommen. Ah, wenn der einen Burn-Effekt hat, nimmt der legit beides. Okay, das ist cool. Das ist gut. Das ist nämlich ein Lavaball. Der Lavaball hat 5 On-Hit. Und das Gift auf dem Lavaball, der macht noch mehr draus. Oh, das ist ein Lavaball Stufe 2. Das ist gut, aber auch gleichzeitig super weird. Also wir müssen erstmal das hier da reinmachen. Nee, das da rein. Und dann das hier. Man hat ein bisschen Inventarprobleme tatsächlich. Das heißt, wir machen das jetzt raus. Dann tauschen wir den Ball. Und der Ball nimmt quasi seine Effekte mit. Was aber die Lagerung komplizierter actually macht. Also hier wäre mehr Platz im Inventar auf jeden Fall cool. Wobei ich verstehe, dass man hier nur die coolsten Sachen mitnehmen will. Wir nehmen den mal trotzdem mit. Weil, wenn wir jetzt noch so einen finden, können wir die stapeln. Und jetzt müssten wir quasi hier 10 und hier nochmal 10. Das muss ich jetzt mal versuchen so zu beobachten. Ob da tatsächlich 2x 10er Stacks kommen. Das wäre sehr stark. So, die Dings ist natürlich riesig, die Säge. Zack. Oh ja. Das sind 2x10er Stacks. Das ist fantastisch. Oh shit, das habe ich verfehlt. Naja, das habe ich auch verfehlt. Na. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Ja, das war einfach nur terrible. Aber ist okay. So, jetzt kann ich die beiden kombinieren. Das ist auch cool. Der ist auch nicht schlecht hier, der Ball. Da kommt so eine mystische Kreatur. Die, so ein Drache ist das. Der Drache macht dann den ganzen Gegner, hat aber keinen On-Hit. Das habe ich bereits getestet. Der Drache hat unfortunately leider keinen On-Hit. So, wir können gleich gehen, wir haben kein Geld. Wir sind super arm, aber das nehmen wir mit. Statt dem Ding. Und versuchen dann natürlich noch mehr Gift zu stacken. Also das Gift funktioniert für mich bisher absolut fantastisch. Den Boss kenne ich ja noch nicht. So. Okay, der scheint etwas tanky zu sein. Boah, was zur Hölle. Ja, wir müssen den anscheinend erst beschädigen. Oh, what the fuck. Oh, das war gut. Ja. Ja. Okay, okay. Jetzt ist der Ball da drin. Ist das gut? Okay. Ich glaube, ich muss noch gucken, wie er sich bewegt. Ich glaube, dagegen zu schießen bringt gar nichts. Jetzt bringt das was. Okay, das war worth. Okay, er dreht sich. Oh, das ist nicht gut. Das ist ein Minigame ab jetzt. Ich weiß nicht, ob er mich auch trifft. Aber ich glaube nicht. Okay, wir haben nochmal gut Feuerschaden gemacht. Und der tickt ja vor allem auch weiter. Oh, shit. Okay, da ist der Segen-Ding halt Turbo-OP. Lol, das war übel gut. Also Säge-OP, Leute. Weil der ist die ganze Zeit bei ihm geblieben, sobald er getroffen hat. Plus natürlich der Feuerdamage. Ich bräuchte jetzt nur mehr maximales Leben, das ist ja geil. Okay, soweit bin ich actually nicht gekommen. Ist ideal. Wir haben den Nussknacker. So, Wolfgang Wehrmann. Okay, die Namen sind auf jeden Fall insane. So, hier kriegen wir nichts raus. Wir machen weiter. Unterwasserwelt, okay. Unterwasserwelt ist aber Burnage immer noch. Oh, die teilen sich. Unsympathisch. Bumm. Ich komme nicht so gut an den Ball ran. Der bleibt da so halb kleben, ne? Der bleibt da kleben. Ah, das habe ich nicht gesehen.
So. Okay, wir dürfen auch nicht zu doll spammen. Alter, wie? Mann, der ist so groß und drauf zittert er nicht. Das ist aber auch ein kleines Ziel hier. Okay, der ist jetzt sauer. Ich verstehe es. So, jetzt. Wunderbar. Okay. Ich! Ist das so geplant? Dass der noch... Hä? Ich durfte jetzt schon fahren. Na gut. Wir kriegen übelste Belohnung. Hi. So, wir haben jetzt mehr Präzision tatsächlich. Das ist Wandskalierung. Das ist Kombo-Schaden. Hier kriegen wir eine schnellere Aufladung. Zielkorrektur klingt irgendwie auch nicht. Wir machen mal so. Und spielen weiter. Das Special-Ding versuche ich mal zu dodgen. Also wir machen mal lieber nur Bosse und vielleicht noch einen Shop. So. Also da oben ist jemand sehr eklig, glaube ich. Ja. Wow, ich treffe einfach nothing. Okay, da kommt gleich einer raus. Ja, das Gute ist, wir on-hitten die. Ich weiß bloß nicht, was passiert, wenn ich auf den Stein latsche. Ist das ein Nachteil? Okay. Das funktioniert gut. Jawohl. Okay. Das ist jetzt scheiße. Guck mal. Gut, dass wir so viel On-Hit haben. Weil der ist einfach da. So. Guck mal, jetzt haben wir sogar extra noch... Wir hätten früher fahren können. Kriegen wir noch den Loot von denen. Okay, wir haben jetzt den Bombenball. Der ist auch cool. Der macht sehr viel Flächenschaden. Das Shotgun-Ding fand ich auch lustig. Wandbeschleunigung beschleunigt. Einen aktivierten Ball beim Auffahren die Wand. Das klingt nicht schlecht. Aber die Vergrößerung... Ich glaube, das ist sogar besser als das. Der Rest ist irgendwie nicht so cool. Also man könnte jetzt sagen, wenn... Nee, ich will aber den Lava-Ball actually verbessern. Also die anderen bringen jetzt uns... Also mir zumindest nichts. Ah, fuck. So dumm. Hätte nicht über den Stern laufen sollen. So, wir gehen mal... Bam. Ja, wir bleiben mal auf Abstand. Bleiben wir doch lieber auf Abstand. Ich weiß echt nicht, ob ich da Damage kriege. Oh, das ist jetzt aber sehr schlecht. Okay, anscheinend verpestet er nur die Sachen. Ich bin nur geslowed, okay. Das ist nicht giftig. Es ist nur klebrig, aber nicht giftig. Alter, wie groß das fucking Sägeblatt ist. Das ist halt so übertrieben. So, und tschüss. Okay, also mit der Combo komme ich wunderbar klar. Beschleunigt, I take it. So, und jetzt haben wir genau das, worauf ich quasi gehofft habe. Plus mit der Problematik, dass wir, glaube ich, hier Platz machen müssen. Jetzt müssen wir das kurz rausnehmen. Dann den... Der hat es verschwinden lassen. Okay, das muss man sich auch noch aufschreiben. Das, was in dem Ball drin war, da war noch ein Augment drin, das ist legit verschwunden. So, wir können das hier noch verbessern. Diese Energieverbindung. Macht dann quasi noch ein bisschen mehr Schrotflinten-Ding, würde ich jetzt einfach außen vor lassen. So, wir versuchen das mal am Anfang erstmal einfach zu kicken. Weil es hier so viele Teilungen gibt. Und wir mit dem Burn-Damage tatsächlich illegalen Schaden machen. Also ich versuche ja immer ein No-Brain-Build zu bauen. Und ich glaube, das habe ich wieder einmal geschafft. Ich habe nicht mal gezielt. Gut. Wir nehmen definitiv das Ding mit. Dann haben wir hier wieder noch mehr Damage. Die Beschleunigung nehme ich auch erstmal. Und die anderen beiden Bälle spiele ich nicht. Ich würde jetzt bei meinen Balls bleiben. Ich finde den Lava-Ball gut, weil der On-Hit tatsächlich stackt.
So, das war nicht optimal. Das war ganz okay. Lol. Ich hab den einfach 700 Mal angekickt. So, und tschüss. Ja, der bewegt sich leider zu viel. Aber das mattert. Er wird angegiftet. Das Level habe ich auch noch nie gesehen hier. So, der ist auch cool. Der erzeugt sowieso so Strahlen. Was ganz nice ist. Und der macht noch Bomben an den Wänden. Ich glaube aber, das, was ich gerade habe, ist schon nicht schlecht. Also mit dem bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich würde einfach nur noch mehr Säure haben wollen. Das ist gut. Das ist meine Stage. Pinata, bin ich ein Hardcounter. Pinata bin ich insane. So, das war... Das kann ich gut. Dafür habe ich den idealen Ball. Die Säge bleibt da einfach sehr, sehr fleißig. Wir könnten das Ding noch mitnehmen. Statt dem Ball. Und dann hauen wir hier ab. Und gehen dann über den Shop. So. Oh, what? Ist das hier ein Boss, oder? Oh, lol. Das ist eine Jump-and-Run-Stage. Wir haben leider noch nicht den Extra-Jump. Also ganz oft kriege ich eigentlich den Extra-Jump geschenkt. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Oh, das ist hier Zeit. Okay, lol, das wusste ich nicht. Ich habe gar nicht geguckt. Ich dachte zuerst, ich muss jetzt hier die Bälle mitnehmen und so. Das war sehr dumm. Aber ich habe es gerade noch so gelöst. Damit habe ich halt nicht gerechnet. So, jetzt haben wir 61 Geld. Das ist übel viel. Wir könnten jetzt einen Jump extra nehmen. Aber wir können auch einfach gut spielen. Kombo-Schaden, der ist sehr hoch. Noch mehr Glück. Das wäre nicht schlecht. Pass auf, wir nehmen mal das Ding und das Ding. Oh no! Scheiße. Okay, wir nehmen mal Glück raus und stattdessen Leben rein. Und nehmen noch mehr Schaden. Also Schaden haben wir jetzt voll. Vielleicht ist das schon zu viel? Nee, es ist genau richtig. Wir haben Full Damage. Wahrscheinlich bin ich gerade so gut, weil ich einfach nur illegale Stats habe, Leute. So, hier ist ein bisschen tight. Aber ich glaube, das ist nicht mal schlecht für mich. Ja, ich glaube, das ist eher ein Nachteil für die Gegner. Also, solange ich nicht dodgen muss, ist das ein... Okay. Okay. Solange ich nicht dodgen muss, ist das ein Key-Problem. So. Dann haben wir nochmal Kombo-Schaden. Hier mal größer werden. Das größer werden finde ich eigentlich geil. Und die erhöhte Geschwindigkeit ist auch gut. Das bräuchte ich jetzt nur noch einmal. Boom. Okay. Oh, what the fuck? Okay, hier muss ich dodgen. Das war close. Ich hab sehr viel On-Hit. Aber ich bin sehr langsam. Ja. Okay. Der teilt sich gleich. Die Frage ist, ist das gut für mich? Ich
glaube, das ist actually gut für mich, weil die alle den On-Hit kriegen. Die kriegen alle den Burn-Effekt. Das ist eine Katastrophe für den Boss. Er ist schon lange tot. Aber ich muss die alle einzeln besiegen. Oh, fuck. Oh, das war übel fies. Oh, oh. Oh, das war übel fies. Also, er war ja schon tot. Aber ich muss die restlichen Blobs noch besiegen. Ich habe heute viel zu viel Schaden gemacht. Und dann am Ende viel zu wenig. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es übel nice. Es macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ihr könnt gerne einen Blick in die Beschreibung werfen. Da findet ihr den entsprechenden Link. Wie gesagt, es kommt bald raus. Ich will noch mal ganz kurz die Daten nennen, damit ich hier ja nichts falsch mache. Genau. Wir haben am 30. den Release. Das habe ich mir, glaube ich, gut gemerkt. 15 Euro wird das Ganze kosten. Na, das sind Indie-Devs aus Hessen, also direkt von hier. Ist staatlich gefördert worden, habe ich auch schon quasi kommuniziert. Und es ist nominiert für bestes Nachwuchsprototyp. Na, finde ich sehr, sehr cool. Und habt noch einen wundervollen Nachmittag, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und viel Spaß beim Footgun. Tschüss.